Ab geht's hier mal den Berg hoch. Mit den Suprema. Das ist halt einfach ein ganz normaler Flammenwerfer. Ich weiß jetzt nicht, was da besonders ist. Nimm mal keinen Molotow-Cocktail, sondern ein Dynamit. Dynamit ist toll. Lass mal hier den Baum anbrennen. Oh, jawohl, jetzt brennt er. Das war ich nicht, das war der Klimawandel. Aber ich schiebe hier alles nur noch auf den Klimawandel, das ist nicht geil. Ich sollte damit aufhören. Hier unten ist, glaube ich, irgend so ein Guy. Hey, den kenne ich doch. Der war gerade vorhin bei der Basis. Was gibt's? Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz, aber der wird von Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Aber dir wünsche ich viel Glück, Kompai. Danke dir. Was? Oluva-Höhle? Mit Geistern? Wo denn? Wird mir ja gar nicht angezeigt. Weil ich außerhalb... Ja, guck mal, wie groß die Karte ist. What the fuck? Ach, guck mal, hier waren wir. Da ist ja auch die Hauptstadt von Yara. Das hier ist Yara. Das da alles... Und hier ist halt diese kleine Insel. Wie ist der Name? Isle Santari. Nicht schlecht. Gut. Einmal die Seilbahn nehmen. Oh, das mal in echt so eine Seilbahn benutzen. Schon geil. Kommt man jetzt hier runter? Ah, hier hoch. Boah, wenn ich das jeden Tag machen müsste, ich wird der krasseste Sportler überhaupt sein. Ich habe Muscles ohne Ende. Okay, was war das gerade für ein 2-Sekunden-Ruckler? Wie komme ich jetzt hier runter? Einfach hier runterspringen? Okay. Ja, es passt doch. Oh Gott, Fallschirm wieder auf. Ah, nicht hier gleich abkratzen. Hey, Brudi. Huio. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3, wir verpissen uns und Castillo kriegt eine nette kleine Botschaft von Libertad. Verstanden. Hier, diese Ausrüstung wird dich vor Feuer schützen. Und noch wichtiger, vor Castillos beschissenem Gift. Dann lassen wir uns was anbrennen. Fuego-Fäuste. Aber wofür habe ich denn gerade die Hemmenden genommen? Nee, ich bleib lieber bei der Hemmenden noch. Jetzt habe ich so eine Gasmaske. Die schützt mich vor Gift. Das ist cool. Ach, muss ich das jetzt wirklich tragen? Warte, ich mach das so. Zack. Und wieder auch anziehen. Komm. So. Spiel ausgetrickst. Ja, das richtige Werkzeug für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Hör zu, Julio. Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet. Wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt es eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu, wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift wissen. Du musst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240, aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fickt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Und wenn dich das nicht umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Dann denk mal nach.
Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gift. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von hier aus können wir es gut auskundschaften. Bin hinter dir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Yep. Also, das ist halt ganz normale Pest, die sie hier ausstößen. Dieses PG 240. Hier hoch, dalle. Oh, schon wieder diese Hintergrundmusik, Digga. Wie oft kommt die jetzt nochmal? Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Ja, ich muss kurz noch ein Foto machen. Leck. Stich Löcher in die Container. Schick ich auf Instagram. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Kaboom. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast den Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Ja, du musst mir das nicht alles erklären. Peter und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Nein. Lass mal hören. El Movimiento de Libertad. Nein, er singt nicht Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Er muss ja gleich mitsingen. Für Lita. Okay, dann gehe ich vor. Für Lita. Oh. Oh, es sería. Oh, was sie ando. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Was sie ando. Oh, was sie dio. Oh, Bella, ciao, 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 Bella, ciao, ciao, ciao. Ich krieg gleich einen Copy-Strike. Ey, chill. Ich muss hier grad singen. Meine Güte. Die lässt mich nicht mal singen. Bella, ciao, ciao, ciao. Was ist hier? Was ist hier? Oh, Bella, ciao, 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 ciao. Okay, reicht auch wieder. Ich bin ziemlich schlecht beim Singen. Jetzt hier mal die Ulti aktivieren. Okay. Juan, dieser Supremo ist verdammt nochmal perfekt. Sie, denk dran, er ist eine Sie. Und um sie aufzuladen, musst du mehr Soldados töten. Das liegt. Erstmal möchte ich hier den ganzen Tabak anbrennen. Oh, geil. Oh ne, die holen Verstärkung. Man bleibt doch mal stehen. Scheiße. Oh ja, trink ein bisschen. Dann passt alles. Au. Ja, ich höre auch so eine Mucke. Warte, ich muss hier rein. Au, 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 au. Gott. Überall Leute mit Masken. Hört er doch hoch. Meine Güte. Ist das gerade überfordert? So, kurz rauchen. Jawohl, passt alles. Guck mal, haben wir schon 44%. Schieß doch! Meine Güte, ist das überfordernd. Ich hab keine Heilung mehr. Was für Verräter! Warte mal, hier ist was wichtig. Verdächtige der Aktivität rund um das Kasperze Treibstofflager gesichert. Ja, das mache ich gerade kaputt. Ach, das ist nicht hier. Das ist irgendwo anders. Ja, da gehen wir später hin. Und nochmal hier die Ulti. Na, die war mal laut.
Warte, ich muss hier noch ein bisschen kaputt machen. Da ist noch ein bisschen Gas. Hey, warte. Der ist gerade einfach vor mir explodiert. So, den habe ich. Kurz Guapo Hai. Hier ist irgendein Fahrzeug gekommen. Ah, da. Komm, explodier doch. Nice. Oh. Ey. Ich dachte, weil die Musik aufgehört hat, kommen keine Gegner mehr. Ja. Okay. Nee, immer noch nicht. Jetzt aber. Da kommt noch ein Wagen. Ey, jetzt reicht aber auch mal. Krepiert. Hä? Digga, ich hab ein Dynamit darauf geworfen. Wollt ihr mich verarschen? Geht doch. Okay. Noch was zum kaputt machen irgendwo. Warte, das kann ich noch kaputt machen. Hier noch kaputt machen. Ah, es sind irgendwie noch ein paar Prozente. 93%. Warte mal, da hinten. Die Dinger kaputt machen. Als ob ich jetzt gar nichts getroffen habe. Was? Immer noch nicht getroffen? Mach doch die Scheiße jetzt kaputt. Danny, sieht gut aus. Geht doch. Am Aussichtspunkt. Bin unterwegs. Oh, das hat jetzt so ewig gedauert. Kann nicht wahr sein. So, nimm mal erstmal die Sachen hier mit. Wieso läuft die Musik jetzt hier nochmal? Kurz hier die Kiste öffnen. Ohne Schrotflinte. Ja, die können wir gleich spielen. Aber erstmal zurückgehen. Zeug mit einem Flammenwerfer verbrennen? Kommt ihr drauf vor? Ah. Das war eine Far Cry 3 Anspielung. Leute, ich bin zurück. Oh je. Scheiße. Du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Okay. Ja, geh einfach ohne mich. Gut, machen wir wieder Schnellreise. Oder erstmal warten, bis sie alles wieder aktualisiert hat. Wieso habe ich jetzt hier keinen Speicherpunkt mehr? Oder keinen Ladepunkt? Ich meine, hallo? Warum geht's jetzt hier nicht weiter? Fährt halt die Schnauze. Hallo, Spiel? Hallo, kannst du hier mal weitergehen? Bin verwirrt. Es passiert gerade gar nichts. Geil. Ah, jetzt. Klar. Ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Er ist verletzt, aber okay.
Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Danny, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Danny. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Benito. Da auf der Küste ist er. Können wir gleich auch das kaputt machen? Was ist der nächste Ort? Ich glaube, ich nehme mal den Kontrollpunkt hier. Hey! Hier! Der hat schon mehr was von mir. Auf der Insel lebt ein riesiges Schwein, das den ganzen Weg von Antons verdammtem Zoo hierher geschwommen ist. Töte es und hilf diesen Menschen. Gracias, gracias. Es gibt hier auch noch Tiere. Ach Gott. Oh mein Gott, kann es nicht noch mehr gehen? Los jetzt. Scheiße. Okay, auf geht's. Nicht mehr geritten. Ja, wird mal Zeit. Wie kann ich springen mit dem Pferd? Man kann nicht springen? Wieso kann ich nicht springen? Das ist ja beschissen. Naja. Hauptsache ich kann galoppieren. Das ist das Wichtigste. Danny ist gut, ich habe den Song jetzt schon öfters gehört. Sie? Lass mich raten. Clara Garcia hat dich dazu überredet. Sie hat sogar uns Fischer für ihren Libertad-Unsinn eingespannt. Hat uns überredet, bei ihrer kleinen Invasion von Santuario zu helfen. Hab 5 meiner besten Leute verloren. Jetzt kommt Clara an und will Boote und neue Rekruten. Ich bin eher Pirat als Fischer. Dafür kannst du dem Embargo danken. Mit unseren Booten holen wir Fischer aus dem Wasser und bringen Menschen und Schmuggelware an der Armee vorbei. Aber El Presidente hat die Schrauben angezogen. Die neue Kommandantin, Rosario, hält den ganzen Treibstoff unter Verschluss, damit Libertad ihn nicht kriegt. Legt jeden um, der sich auch nur in die Nähe wagt. Clara will, dass wir Libertad helfen? Dann erobere die Tankstation zurück. Töte Rosario. Hilf dabei, dass wieder Essen auf unseren Tisch kommt. Ja, dieses Rosario wurde ja schon mal angesprochen. Ganz am Anfang. Sweater. Ich sweate jetzt hier schon öfters rum. Gut, dann werden wir aber als letztes hier noch diese geile Flugabwehrkanone wegballern. Danny, das Einzige, was besser ist ein Guerriero mit einer geilen Karre. Willst du, dass ich eine klaue? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich habe einen Freund, der es direkt zu dir bringt. Gracias. Aber du hast keine Freunde, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Hoho. Schweißbrenner. Geil. Haben wir den auch? Dann ein Juans 1965 Bemoto. Schicke Karre. Okay, warte. Können wir mal kurz angucken. Wo ist denn die Karre? Hier. Aha, aha. Oh nee. Schnell hier runter mit dem Scheiß. So sieht doch keine Karre aus. Ja, viel schöner. Und man kann noch mehr Karren freischalten. Das ist ja geil. Und mehr Accessoire und so. Das ist geil. Okay. Ich habe gehört, dass du in die Provinz Vencejo fährst. Ist das ein Problem? Pass gut auf dich auf. Die Soldaten da sind besser ausgebildet und Fahrzeug, ja geil. Einfach aufgeploppt. Du kannst dein Fahrzeug über das Waffenrad rufen. Dein Fahrzeug wird dann direkt zu dir ausgeliefert. Im Kofferraum kannst du bei Bedarf Munition auffüllen. Oh, das ist geil. Wird gemacht, Clara. Keine Überraschung. Guerriero wird nur einmal überrascht, Danny. Suerte. Suerte, schon wieder. Gut, ich habe gerade gemerkt, dass die Gegner ein bisschen stärker waren. Ich habe sie trotzdem umgelegt. Ah, hier wieder abgereichertes Uran.
So, machen wir hier die Scheiße kaputt. Luftraum befreit. Geil, jetzt können wir rumfliegen. Nice. Das muss man wahrscheinlich auch 50.000 Mal hier auf der großen Karte machen. Genauso wie Militärbasen einnehmen und so weiter und so fort. Gut, Leute. Und dann war es erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.